Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, ja, möchte ich mal kurz einen Gedanken mit dir teilen. Ja, und zwar sei du die Veränderung für deinen Erfolg. Oft ist es so, dass ja, die Menschen sich hinter irgendwelchen Gründen verstecken. Ich hatte gerade diese Tage wieder ein Gespräch diesbezüglich. Ja, und vielleicht kennst du die Gespräche auch, wo es dann eigentlich mehr oder weniger einfach darum geht, ja, Gründe zu finden, warum man etwas nicht anpacken kann. Da muss zum Beispiel der Keller aufgeräumt werden oder ja, es muss erst noch eine Ausbildung gemacht werden. Man braucht noch die Information, man muss vielleicht noch diesen Kurs machen, etc., etc. Und letzten Endes gibt es ein ganz einfaches Geheimnis, ja, für Erfolg. Und mir fällt jetzt spontan auch kein, ja, kein Bereich ein, wo dieses, ja, wo dieses Geheimnis nicht, ja, anzutreffen ist. Nämlich das Einzigste, was du brauchst, um alles in deinem Leben zu erreichen, sind zwei Dinge. Das ist einmal die Aktivität, es zu tun, ja, und dann die Häufigkeit, also die Schlagzahl. Man kann einfach so, ja, sagen, das Geheimnis für Erfolg ist, ja, Aktivitäten und Schlagzahlen. Und das ist das Einzigste, was dich erfolgreich macht. Wenn du abnehmen willst, dann musst du einfach die Aktivität für dich machen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann eben dein Training zu machen. Und je häufiger du das tust, ja, umso schneller wirst du auch deine Traumfigur, dein Traumgewicht erreichen. Genauso das Essen, ja. Auch hier ist erforderlich, die richtige Auswahl zu treffen. Was isst du, ja? Und wie häufig machst du das, wenn du zwei, dreimal dich gesund ernährst und dann wieder in dein altes Muster zurückverfällst, dann reicht es nicht aus. Also auch hier die Aktivität und die Schlagzahl entscheiden. Und im Beruf, gerade im Network Marketing, ist es auch so. Es ist völlig egal, du kannst das beste Gespräch gelernt haben. Wenn du es nicht in der Praxis anwendest, dann wirst du einfach auf Dauer nicht erfolgreich werden. Und da ist das schlechteste Gespräch, was häufig genug ja, vorgebracht wird, häufig genug geführt wird, ist einfach da effektiver und wird auf Dauer zu Erfolg führen. Ja? Deswegen musst du aber für dich erstmal selbst die Veränderung sein, damit du diesen Erfolg überhaupt in dein Leben ziehen kannst. Wenn du merkst, dass du dich vor irgendetwas drückst, wenn du merkst, dass du ja irgendwo nicht bereit bist, ja, ich sag mal, über einen gewissen Punkt hinauszugehen, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass du das eben halt schaffen kannst, ja. Erfolg ist einfach immer eine innere Einstellung. Und Erfolg will ich jetzt gar nicht definieren, wie viel verdienst du, wie viele Leute sponserst du oder wie auch immer, sondern Erfolg ist einfach, dass du ja für dich das Leben so leben kannst, wie du es dir vorstellst, ohne dass du irgendwelchen Zwängen unterliegen musst. Ja, wenn du ja das Gefühl hast, du möchtest jetzt eine Person anrufen und dann kommt so eine Angst in dir hoch und sagt, nee, mach lieber nicht, könnte das und das und das passieren. Ja, dann ist der wahre Erfolg, das Ding einfach trotzdem zu tun, ja, das Ganze einfach trotzdem zu machen und einfach frei zu sein, ja, frei von der Angst und zu sagen, nein und scheiß drauf, ich mach's jetzt trotzdem. Also dieses Thema ist super wichtig, ja, für deinen Erfolg. Und ja, erfolgreiche Menschen, die warten dann eben halt nicht, bis sich die äußeren Umstände dann entwickeln, bis sie vielleicht mehr Geld haben, bis die Person, die sie eigentlich anrufen sollten, jetzt sie anruft, ja. Sie suchen auch keine Gründe, um irgendwas dann rauszuzögern oder rauszuschieben, sondern ja, sie machen dann halt einfach das, ja, was getan werden muss in diesem Moment, wo es getan werden muss und ja, machen einfach das, was vielleicht für andere, ja, was andere für unmöglich halten. Und wichtig ist einfach immer nur, und das wollte ich einfach nur mit diesem Video deutlich machen, dass es um die Aktivität, um die Schlagzahl geht. Wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht perfekt, fang einfach an, mach's trotzdem, weil du wirst sehr schnell merken, was funktioniert, wo musst du nachbessern und du wirst es automatisch machen. Ja, wenn du jetzt für dich das Ziel setzt, du möchtest diese Woche noch mit
50 Menschen ja am Telefon sprechen. Dann wirst du einfach anfangen, ja, und dann wirst du nach den ersten 10 Gesprächen schon sehr gut merken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und das heißt nicht, dass du unvorbereitet das Ganze machen solltest, sondern du solltest dir einfach kurz überlegen, was möchtest du mit den Personen am Telefon besprechen, was ist das Ziel deiner Telefonate, und dann geht's einfach los. Ja, und dann wird eben auf dem Weg dahin dann optimiert und verbessert. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch hinterlässt. Schreib mir auch gerne deine Fragen in der Kommentarfunktion, oder wenn du mal eine Frage hast, die du gerne, wo du noch keine Antwort drauf hast und du würdest die gerne mal in einem Video beantwortet haben, schreib mir einfach eine persönliche Nachricht über Facebook oder ja, oder einfach eben über die Kommentarfunktion, und dann ja, werde ich auch dazu ein Video machen, sofern ich dir da in dem Thema dann halt auch helfen kann. Okay, in diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst, und wenn du Bock hast, ja, mit mir zusammen zu arbeiten, wenn du Lust hast, ja, dass wir beide ja gemeinsam an deinen Zielen arbeiten, dann findest du unterhalb ja des Videos Informationen zu dem, was ich tue, ja, und wenn das Ganze für dich interessant ist, dann sprich mich einfach an und fordere dir eben, wie gesagt, unterhalb des Videos ja einfach weitere Informationen an. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.